Seite bei 2100 Metern gestartet. Atlanta trat nur sehr zögernd ein, folgt weit zurück. Im ersten Bogen sichert sich Ax Mike das Kommando vorbei an Edelbay, der bei von den Beinen kommt. Artemis an der Außenseite nun zweites, fährt vor Igor Pride. Das Feld biegt ein in die Tribünen gerade. Ax Mike und Klaus Brammann an der Spitze vor Artemis. Dahinter Igor Pride, dann Flash Lady. Etwas zurück bemüht sich Atlanta. Auf Zielhöhe sind noch zwei Runden zurückzulegen. Es geht nun durch den Stallbogen. Ax Mike mit der Führung gegen Artemis, Igor Pride, Flash Lady. Dann hat Atlanta den Anschluss herstellen können. Das Feld geht nun zur Gegenseite. Ax Mike, Artemis, Igor Pride, Flash Lady und Atlanta die Reihenfolge. Das Feld Mitte gegenüber. Vom Ende des Feldes bemüht sich in zweiter Spur trabend nun Atlanta. Ende gegenüber ist erreicht, es geht in den Casino-Bogen. Atlanta verbessert sich an der Außenseite auf den dritten Platz. Ax Mike, Artemis und Atlanta außen, dann Igor Pride und Flash Lady. So geht es durch den Casino-Bogen. Das Feld erreicht nun erneut die Tribünengerade. Atlanta drückt hier gegen den führenden Ax Mike auf die Fahrt. Steckt den Kopf in Front vor der Tribüne und geht nun gleich mit der Führung auf die Schlussrunde. 800 Meter sind noch zurückzulegen. Atlanta, Ax Mike, dann Artemis und Igor Pride sowie Flash Lady. Atlanta ist noch nicht vorbei an Ax Mike. Es geht durch den Stallbogen. Ax Mike auf dem kürzeren Weg an der Innenbahn. Außen Atlanta, es geht nun zur letzten Gegenseite. Hier steckt Atlanta erneut den Kopf in Front gegen Ax Mike. Dahinter Artemis. Igor Pride ist zurückgefallen. Mitte gegenüber hat es Atlanta nun geschafft, hat gegen Ax Mike die Führung übernommen. Dahinter Artemis. Es bemüht sich Flash Lady vor Igor Pride. Ende gegenüber ist erreicht. Es geht nun in den Schlussbogen. Atlanta drei Längen vor Ax Mike. Dahinter Artemis. In zweiter Spur traben bemüht sich Flash Lady. Das Feld steuert nun die letzte Ecke an. Atlanta kommt mit der deutlichen Führung in die Endgerade. Zweites Pferd ist Ax Mike vor Artemis und Flash Lady. In der Zieldistanz hat Atlanta einen Vorteil. Atlanta, Ax Mike und außen Flash Lady, die angreift. Atlanta ist im Vorteil. Atlanta, Flash Lady und Ax Mike. Atlanta gewinnt vor Flash Lady und Ax Mike, dann Artemis. Das 11. Rennen sicherte sich Michael Vogt mit seiner 6-jährigen Meadow Neverly-Tochter Atlanta. Die Stute, die im Vorjahr 6 Rennen für sich entscheiden konnte, kommt nun beim dritten Versuch im neuen Jahr zum ersten vollen Erfolg. Die Blumen übergibt Herr Karl-Heinz Lange. Herzlichen Glückwunsch.